Für die Sims 4 gibt es einige wirklich gute und lustige Gameplay-Objekte, aber auch einige, auf die man gut verzichten kann. Über genau diese will ich in diesem Video sprechen. Platz 4, das Hufeisenspiel. Zugegeben, als das Outdoor-Leben-Gameplay-Pack als erstes Pack für die Sims 4 veröffentlicht wurde, war ich von diesem Objekt doch ziemlich begeistert. Im Vergleich zu The Sims 3 bekam man hier für 20 Euro nicht nur ein paar Objekte, sondern richtiges Gameplay dazu. Unter anderem auch dieses kleine Hufeisenspiel. Jetzt 4 Jahre später hat dieses Objekt für mich allerdings ein größeres Problem. In der langen Zeit habe ich es eigentlich nie wirklich wieder benutzt. Es ist auf jeden Fall doch eine kleine coole Ergänzung, wenn man in Granite Falls spielt und die Animationen sind auch ganz nett. Allerdings kann man mit diesem ansonsten nicht wirklich viel anfangen, im Garten der Sims würde ich es auch nicht unbedingt platzieren. So hat dieses Objekt durch die Zeit leider etwas seine Funktion verloren. Platz 3, die Eismaschine. Das coole Küchen-Accessoire-Pack war definitiv eines der Accessoire-Packs mit den coolsten Objekten, aber dafür dem wenigsten Gameplay. Sehr groß wurde die neue Eismaschine die ganze Zeit beworben, welche später dann doch auch noch ein paar verschiedene Eisoptionen bot. Was mich dann aber doch stark enttäuscht hat, war die Tatsache, dass das Eis ganz genau funktioniert hat wie andere normale Gerichte auch. Im Gegensatz zu einer echten Eiswaffel waren die Eishörnchen unten flach, sodass diese also einfach von den Sims auf dem Tisch gestellt werden konnten. Eigentlich ist die Maschine für den simlischen Sommer doch ganz witzig. Durch die aber etwas langweilige Umsetzung und das Design, welches mir ebenfalls nicht sonderlich zusagte, habe ich dieses leider auch nicht wirklich viel benutzt. Platz 2, die Süßigkeitenschale. Zur Halloween-Zeit gab es im Jahr 2015 das Grusel-Accessoire-Pack, welches neue gruselige Outfits für die Sims sowie ein paar Halloween-Objekte mit ins Spiel gebracht hat. Hier wurde ebenfalls eine neue Kürbisschnitzbank integriert, um die es hier aber nicht gehen soll. Die Sims konnten sich in diesem Pack ebenfalls auch ihre Süßigkeiten aus einer neuen bunten Schale schnappen, mit der die Sims entweder Glück oder Pech hatten. Eigentlich ist dieses Objekt ganz lustig, wenn man dieses aber ein paar Mal ausprobiert hat, verliert es wirklich schnell seinen Reiz. Eigentlich ist es ja ganz klar, was soll man an so einer Schüssel auch Spannendes einbauen. Trotzdem bleibt es aber dabei, nach spätestens der dritten Interaktion war bei mir die Luft raus. Und der erste Platz, die sprechende Toilette. Wow, hier haben wir wirklich einen Extremfall. Für die Großstadtleben-Erweiterung haben die Entwickler doch ein paar coole Objekte erstellt. Die Spielekonsole zum Beispiel wurde von mir immer wieder in meine Häuser eingebaut. Eines der neuen Gameplay-Objekte war aber wirklich nicht gut, die sprechende Toilette. Ich frage mich wirklich, wie das Brainstorming und die allgemeinen Ideen zu diesem Objekt abgelaufen sind. Vermutlich hat niemand in der Community dieses Objekt gefordert und auch so ist diese Idee wirklich bizarr. Ehrlich gesagt habe ich diese noch kein einziges Mal wirklich benutzt, außer wenige Male, als ich in einem Luxus-Apartment gespielt habe. Hier kann man den Entwicklern nicht vorwerfen, dass dieses langweilig umgesetzt wurde. Es gibt auch einige wählbare Optionen, aus denen die Sims wählen können. Leider finde ich dieses aber wirklich hässlich, weshalb ich die sprechende Toilette auch niemals in einer meiner Häuser stellen würde. Ein anderes, cooleres Objekt hätte es hier auch getan. Das war es mit meinen unbeliebtesten Gameplay-Objekten. Welche sind eure Kandidaten? Schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Hier links findet ihr nochmal gegensätzlich ein Video zu meinen Lieblings-Gameplay-Objekten. Also dann, bis zum nächsten Video.